Willkommen zu Hause, willkommen bei Ländle TV und damit ein herzliches Grüß Gott zu einer neuen Ausgabe vom Ländle TV Wochenmagazin. Nach 35 Jahren hat die Tanzschule Hieble ihren Standort gewechselt. Vergangenen Freitag wurden die neuen Räumlichkeiten in Dornbirn im Schwefel feierlich eröffnet und wir waren mit dabei und haben einige Eindrücke für Sie zusammengefasst. Alles Gute, was geschieht, setzt das Nächste in Bewegung. Mit diesen Worten eröffnete Juanita Hieble die neue Tanzschule in Dornbirn. Nach 35 Jahren tanzt Hieble nun im Schwefel. Es gab also gleich zwei gute Gründe zu feiern. Zum einen das 35-jährige Tanzschulbestehen sowie die neuen Räumlichkeiten. Zahlreiche Gäste ließen es sich nicht nehmen, an diesem Abend mit dabei zu sein. So konnte Juanita Hieble Kunden, Politiker, Sponsoren sowie die Bauträger recht herzlich begrüßen. Für Juanita Hieble erfüllt sich dadurch wahrlich ein Traum, denn auf der Suche nach einem passenden Gebäude war man schon lange. Ja, wir wollten auf alle Fälle in Dornbirn bleiben und dann gingen wir auf Suche. Die Suche, die war ja nicht von heute auf morgen, sondern wir haben schon so vor 7, 8 Jahren begonnen zu suchen, haben uns mehrere Räumlichkeiten angeschaut und jetzt vor 1,5 Jahren sind wir auf diese Schörtler Areal gekommen und haben gesagt, hier könnte ich mich wohlfühlen. Weil wir haben einen schönen Lounge-Bereich, das heißt Feierabend schnell auf ein kleines Bierchen. Mein Mann steht hinter der Theke, der gibt gern ein Bier hinaus oder irgendein Cocktail und einfach den Abend genießen, schön ausklingen lassen. Also sind alle herzlich willkommen und wenn jemand sagt, da läuft eine tolle Musik, dann tanze ich dazu. Nachdem die zahlreich erschienenen Gäste begrüßt wurden, blickten die Gründer Luz und Wilfried Hieble zurück auf vergangene Jahre. Die beiden waren sichtlich stolz auf ihre Tochter. Also natürlich, sehr stolz. Sie haben viel geleistet, wirklich. Natürlich durfte bei der Eröffnung das Wichtigste nicht fehlen. Und so schwangen die jungen Assistenten der Tanzschule das Tanzbein. Die Tanzschule Hieble ist da zum Spaß haben, zum Tanzen und einfach voller Freude den Sport zu genießen. Was gefällt dir so gut am Tanzen und an der Tanzschule Hieble? Einfach die Gemeinsamkeit, also zusammen sein, zusammen auch draußen sitzen und gemütlich den Abend genießen. Andere hingegen schauten lieber zu und schwelgten in alten Tanzerinnerungen. Ja, natürlich. Ich bin selber die gewesen, die bei der Tanzschule Hieble die ersten Kontakt mit Tanzen geknüpft hat. Aufregend, spannend, wie wahrscheinlich viele hunderte Jugendliche, die durch die Tanzschule Hieble das erste Mal mit Tanzen, guten Benehmen, wie macht man das beim Tanzen, beim Restaurant in Verbindung gekommen sind. Also ich bin wirklich froh, dass die Tanzschule Hieble in Dornbirn ansässig ist, auch hier geblieben ist. Tanzen ist eine ganz besondere Tätigkeit und Hobby und für viele Menschen und ich bin auch sehr froh darüber, dass es Einrichtungen gibt, die das jungen Menschen vermittelt, weil ich glaube, es ist ein Teil unserer Kultur und es ist schön, dass es eine Einrichtung wie die Tanzschule Hieble gibt, die das auch pflegt. Egal ob Walzer, Disco Fox, Cha-Cha-Cha oder Tango, Paartanz begeistert und weckt bei vielen eine Leidenschaft. Ja, wir tanzen jetzt ungefähr 3 Jahre bei der Tanzschule Hieble. Und das Besondere ist eigentlich das, dass wir leidenschaftlich gern tanzen und auch sehr viel. Am meisten begeistert mich, dass man miteinander etwas tut, dass man Bewegung hat. Es ist ja nicht nur Bewegung, es ist ja, man tut etwas durch den Kopf, man muss sich viel merken und es ist eine ganz tolle Freizeitbeschäftigung. Die Bewegung miteinander, dass man ein Hobby hat und sich einfach gut versteht. Einfach die Begeisterung, sehr klein bewegen und toll hier miteinander. Der Schritt klappert nicht immer so, wie er selbst, aber wir haben eine Gaude und das ist toll. Mit guten Gesprächen, kulinarischen Überraschungen und musikalischer Unterhaltung mit der Gruppe Ladylike genossen die Gäste den Abend in einer einzigartigen Atmosphäre. Tanzen war an diesem Abend tatsächlich nur eine Nebensache, wenn man so will, die schönste.
Komm schon, trau dich. Entweder richtig oder gar nicht. Ein Motto unter vielen, das Peter Dach wahrlich lebt. Denn wenn du die Lehre bei Peter machen willst, gibt es nur eines, eine Doppellehre, nämlich als Dachdecker und Spengler. Einen Beruf kann jeder überall lernen. Du lernst zwei. Wir brauchen Maschine, kein Ersatz. Also sei kein Weichei und komm schnuppern mit anschließender lockerer Bewerbung. Allerdings bis spätestens November und im Februar weißt du, ob du der Richtige bist oder nicht. Vorausgesetzt, du traust dich. Entweder jetzt oder nie. Gut, dass es das gibt. Vor allem, es ist gleich in der Nähe. Wenn ich dann direkt in die Stadt zur Post müsste, das wäre das Schlimmste für mich. Also, ich wohne heraus im Pfarrkloster und wenn ich da jetzt in die Stadt muss, verkehrstechnisch, ist es eine Katastrophe. Ja, früher hast du halt alle in die Stadt müssen und das ist halt jetzt ganz fein, dass es auch in einem Laden drin ist. Und ja, man hat halt ein kürzeres Weg. Und bei den Postpartnern schaue ich meistens nach, in den Geschäften, wo sie sind. Könnte dort Pflichten was brauchen, wo ich sonst nie in die Geschäfte gehe. Also dort ist der Postpartner super. Wir hätten einen wesentlich weiteren Weg zu machen, aber so sind wir doch immer noch in der Gegend, wo die Geschäfte einigermaßen präsent sind. Bregenz, Vorarlberg. Hier ist die Firma Integra Vorarlberg Postpartner. Unsere Kunden schätzen sehr, dass sie jetzt da in der Maria Hilf eine weitere Poststelle haben. Es ist eine spannende Herausforderung, einen Postpartner zu übernehmen, als Zusatzgeschäft, um Kunden zu akquirieren, ist es sehr gut. Allein in Vorarlberg sorgen 53 Postpartner für mehr Kundenvorteile und eine sichere Versorgung. Ja, ich kann die Postpartnerschaft empfehlen. Einerseits bringt sie uns Laufkundschaft. Diese Kundschaft interessiert sich dann auch für unsere eigenen Produkte und unsere Kunden sind sehr zufrieden, dass sie uns täglich bestätigen. Also wir haben hier in Vorarlberg einen Verkaufsleiter, mit dem sind wir sehr zufrieden. Er hat immer ein offenes Ohr für uns. Lebensmittelgeschäfte, Kaufhäuser, Trafiken, Gemeinden, Tankstellen oder Apotheken. Der Branchenmix ist breit gefächert und bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten, um dabei zu sein. Über 1800 Postgeschäftsstellen in ganz Österreich sorgen für die flächendeckende Nahversorgung mit Postdienstleistungen. Viele von diesen Standorten sind Postpartner. Sie bringen noch mehr Service, noch kürzere Wege, noch längere Öffnungszeiten. Vom Bodensee bis zum Neusiedlersee. Die Post ist für den Kunden da, mit ihren Partnern, aber auch mit ihren neu gestalteten Filialen. Sie präsentieren sich heller, freundlicher und moderner. Selbstbedienungszonen ermöglichen das schnelle und unkomplizierte Abwickeln von Postgeschäften. An 7 Tagen die Woche, 24 Stunden am Tag. Wenn's wirklich wichtig ist, dann lieber mit der Post. Einkauf hochwertiger Produkte ohne Einkaufswege. Durch Bestellung bei Ihrem Direktberater. Direktberater, die Einkommensmöglichkeit für Menschen, die etwas verändern wollen. Mobil, modern, menschlich. www.derdirektvertrieb.at. Expert Janet in Rankweil. Tradition, beste Qualität und perfekte Beratung. Bester Service steht an oberster Stelle. Expert Janet in Rankweil, Ihr Elektrofachgeschäft.
Vor gut einem Monat hat der langjährige Götzner Bürgermeister Werner Huber sein Amt zurückgelegt. Beim Ländle-Talk sprach er mit Günther Oberscheider über seine langjährige Amtszeit als Bürgermeister und seine politische Zukunft. Ich wünsche Ihnen interessante Minuten mit dem Ländle-Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ländle Talk, wiederum direkt aus Götzis, wiederum direkt aus unserem Studio am Garnmarkt. Heute darf ich eine ganz wichtige, tolle Persönlichkeit aus Götzis begrüßen, aus unserer Heimatgemeinde, wo wir beheimatet sind, Herr Ex-Bürgermeister Werner Huber. Schönen guten Tag. Wir kennen uns schon viele Jahre. Aus diesem Grund erlaube ich mir, auch heute per Du zu sein, denn es würde vermutlich nicht wirklich passen, wenn wir jetzt auf einmal per Sie sind. Das würde vermutlich sehr unglaubwürdig. Ich denke, es passt so mit per Du. Ja, wir kennen uns schon viele Jahre. Ich habe das Glück, vieles miterlebt zu haben, was in Götzis passiert ist. Jetzt vor einem Monat war der Rücktritt als Bürgermeister. Ganz einfache Frage, wie fühlt man sich einen Monat danach? Es war selbstverständlich natürlich ein großer Schritt, nach 24,5 Jahren zurückzutreten, ist nicht ganz einfach. Man hat natürlich dabei ein weinendes und ein lachendes Auge, das ist keine Frage. Langsam kriege ich beide Füße wieder an den Boden. Es ist selbstverständlich natürlich ein Riesenunterschied. Es ist natürlich eine Zeit des Loslassens, keine Frage. Der ganze Lebensrhythmus muss quasi ein bisschen umgestellt werden und das ist natürlich ein schwerer Eingriff. Vor allen Dingen, wenn man so ein Bürgermeister ist, wie du es warst, man hat dich immer und überall gesehen, du warst immer unterwegs. Man hatte das Gefühl, in Götzis gibt es keine Veranstaltung, bei der Werner Huber nicht vertreten ist. Hast du ein ähnliches Gefühl? Ja, vielleicht habe ich es ein bisschen übertrieben, aber ich bin gerne unter Menschen und es war nicht so, dass ich das zwangsweise tun musste, sondern sehr oft war natürlich auch das freiwillig und ich hätte können durchaus manchmal ein bisschen früher nach Hause gehen. Also man kann sagen, Werner Huber war ein nicht nur Bürgermeister, sondern ein geselliger Bürgermeister. Ja, das kann man durchaus sagen. Ja. Jetzt durften wir mit Ländle TV viele Geschichten begleiten, die in Götzis passiert sind, unter anderem auch die Verabschiedung am Bach. Ich durfte es selber miterleben von der Tribüne oben, habe das Ganze miterlebt. Es war sehr emotional. Selbstverständlich war es emotional, sehr emotional sogar. Denn das ist natürlich ein bewegender Augenblick, wenn man so ein Amt zurücklegt und dann einem Neuen übergibt und wenn man von den Menschen doch in dieser Form Abschied nimmt und dann Altbürgermeister wird, von einer Minute zur anderen, ist das natürlich schon eine Sache, die einen bewegt, keine Frage. Man muss auch loslassen, das gehört alles dazu. Deswegen natürlich ist sicher ein weinendes und ein lachendes Auge dabei, aber insgesamt natürlich war dieser Schritt ja geplant, das war lange vorgesehen und es ist auch richtig so. Wenn man die Entwicklung von Götzis hernimmt, ich glaube, dass man, wenn man selber hier tätig ist, wie wir mit unserem Team von Ländle TV am Garnmarkt, wird man vielleicht zum Teil betriebsblind. Man sieht, man nimmt alles nicht mehr so wahr, was eigentlich wirklich passiert. Wenn wir allerdings unterwegs sind mit unserem Team und davon sprechen, dass wir in Götzis beheimatet sind, dann kommt eigentlich immer der gleiche Satz. Unglaublich, was sich in Götzis abspielt. Ich denke zum Beispiel an die Kulturbühne am Bach, an die wunderbare Restaurierung des Jonaschlösses. Das sind natürlich tolle Projekte. Auch der Garnmarkt natürlich ist ein ganz herausragendes Projekt. Und das zuletzt das Feuerwehrhaus, das auch ein gelungenes Projekt ist, das gehört auch noch dazu. Also es gibt natürlich jede Menge Projekte, die hier realisiert wurden in der Zwischenzeit. Es gab aber vermutlich auch in deiner Karriere Tiefschläge. Ja gut, das war damals vor 2-3 Jahren nicht so einfach mit dem Projekt Götzis Markt und Mitte. Das wird jetzt aber neu aufgegleist und wird sicher auch letzten Endes zum Erfolg führen. Das war doch ein bisschen ein Rückschlag. Nicht ganz einfach war natürlich auch die Verlegung des Standortes des Feuerwehrhauses. Das ist mir doch sehr ans Gemüt gegangen, das muss ich schon sagen. Denn hier wurde natürlich schon ein bisschen das eine oder andere am Porzellan zerschlagen. Zugegebenermaßen war die Standortverlegung natürlich schon eine relativ stramme Sache, das muss man schon zugeben. Aber es war richtig letztlich, das glaube ich auch. Deswegen kann man auch dazu stehen. Aber solche Dinge passieren natürlich im politischen Leben schon, wenn man was vorwärts bringen will. Wenn wir jetzt über das Lebenswerk als Bürgermeister reden, was würdest du aus deiner Sicht rückwirkend anders machen? Insgesamt glaube ich,
kann man durchaus den einen oder anderen Fehler schon suchen und finden auch. Ich möchte hier keinen besonders herausheben. Ich will auch niemand negativ herausheben, aber gibt es Menschen, die in dieser Zeit unglaublich wichtig waren, abgesehen jetzt nehme ich an von der Familie, die das Rückgrat bildet, gab es sonst Menschen, die ganz wichtig waren in dieser Zeit? Ja gut, in dieser Zeit hatte ich natürlich immer enge Mitarbeiter, die waren sehr, sehr wichtig für mich, die gesamte Gemeindeverwaltung insgesamt. Ganz wichtig waren für mich natürlich auch die politischen Mitbewerber und natürlich meine eigene Fraktion. Dort jeweils die Vizebürgermeister natürlich und die Klubobleute, das waren ganz wichtige Leute. Ja, natürlich die Familie an vorderster Stelle, das haben Sie selber gesagt. Werner, wenn wir jetzt noch ganz kurz darauf eingehen, der neue Kandidat, jetzt gibt es nicht einen Kandidaten, schon der neue Bürgermeister, und das müssen wir uns an dieser Stelle, dürfen wir uns alle daran gewöhnen. War das der Wunschkandidat und wie kam es dazu? Er ist mir schon länger aufgefallen, dass er eine gute Politik machen könnte und kann. Und deswegen war er auch mein Wunschkandidat. Ich denke, er hat auch das nötige Rückgrat. Er hat durchaus auch eine soziale Ader, das gehört auch dazu, denn die Sozialpolitik wird in den nächsten Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen. So gesehen war es sicher die richtige Entscheidung und er hat auch in der Gemeindevertretung, das hat man bei der Wahl schon gesehen, einen Rückhalt. War viel Überzeugungsarbeit notwendig, dass Christian Loacker in dieses Amt gegangen ist? Ja, schon ein bisschen. Selbstverständlich, es war auch für ihn ein schwerer Schritt, denn er hat auch einiges aufgegeben. Also er hat sich schon ordentlich überlegt, aber letzten Endes ist er zugestanden. Wenn ich vom Bürgermeister jetzt zum Politiker Werner Huber kommen darf. Werner, du bist ja nach wie vor politisch aktiv. Was sind jetzt im Moment deine Aufgaben oder wo siehst du jetzt deine Stärken in der Landespolitik? Ja gut, ich habe altersbedingt das Seniorenreferat vermutlich zu führen. Nein, ich werde Seniorensprecher werden, so wie es ausschaut, und werde mich auch weiterhin mit Raumplanung befassen. In erster Linie ist der Land gesetzgebend natürlich tätig und ich werde mich, so gut es eben geht, einbringen. Erfahrung habe ich doch die eine oder andere natürlich durch meine langjährige berufliche Tätigkeit und auch durch mein Alter. Wir kommen natürlich zeitlich nicht darüber hinweg, dass wir nicht auch noch etwas die Landespolitik ansprechen, bei der du ja selber aktiv mit dabei bist. Was hältst du von der neuen Koalition? Ich habe mich gleich ordentlich adjustiert. Die neue Koalition wird ihren Weg machen, da bin ich überzeugt davon. Es war ja früher schon so im Landtag, dass die großen Dinge weitgehend einstimmig beschlossen wurden. Und das ist doch ein gutes Zeichen dafür, dass hier die Zusammenarbeit auch über die Parteigrenzen hinweg gut funktioniert, abgesehen von den Koalitionen, die entstanden sind jetzt natürlich. Wenn ich sagen würde, ein spannendes Projekt, könntest du das unterschreiben? Landtag? Ja. Ja, ist ein spannendes Projekt auf jeden Fall. Und der Landtag hat sicher eine gute Funktion. Ich bin auch sehr froh darüber, dass er nicht verkleinert wurde. Es wäre nicht von Vorteil gewesen, wenn man hier auf 30 gegangen wäre. Es wäre vor allem zum Nachteil auch der kleineren Fraktionen gegangen. Ich denke, das ist völlig richtig, dass man bei 36 bleibt und der Landtag kann Signale setzen. Werner, jetzt ist doch definitiv etwas Zeit mehr vorhanden als ich vorher. Ich hoffe, es ist nicht zu indiskret. Was macht Werner Huber mit der jetzt zur Verfügung stehenden Zeit? Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich noch nicht viel mehr Zeit wie früher. Ich befinde mich noch in der Aufarbeitungsphase. Und wenn ich dann zu Hause mal mein Büro aufräume, dann werde ich ohnehin einige Jahre dazu benötigen, bis es soweit ist. Also Fahrt wird man noch nicht. Wandern, Radfahren, Ähnliches? Das wird noch kommen müssen, habe okay. Ich noch nicht. Als sportliche Betätigung fehlt noch. Also Briefmarken sammeln? Nein, Briefmarken sammeln, auch nicht. Braucht auch Zeit. Ich möchte mich allerdings wieder etwas mehr der Fotografie widmen. Okay. Ich habe ja früher eifrig fotografiert und habe das dann auch natürlich an den Nagel hängen müssen. Ich starte mal den Versuch. Ich brauche einen Aufhänger für diesen Talk. Gibt es Episoden oder eine ganz wichtige, tolle Episode als Bürgermeister? Ja, es gäbe schon natürlich das eine oder andere zum Schmunzeln, keine Frage. Und lustig war vermutlich auch, dass diverse Veranstaltungen, das weiß ich jetzt aus dem Nähkästchen, Werner Huber bei diversen Events gar nicht hineingelassen wurde, weil er als Bürgermeister nicht erkannt wurde. Ja, da hat mir müssen einmal der Kobler, Herr Bürgermeister, auch helfen. Aber gut, es war ziemlich dunkel, ich schreib's dem zu.
Auf jeden Fall hoffen wir, dass wir noch viele Episoden hören können und vielleicht sehen wir uns, sicher weiterhin, und ich wünsche ganz einfach viel Glück. Abschließende Frage, was wünschst du dir für die Zukunft? Ja, ich wünsche mir doch, dass ich mit meiner neuen Situation gut zustande komme. Das wünsche ich dir. Gesundheit, und sollen alle deine Wünsche in Erfüllung gehen, und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir weiterhin so eng verbunden sind hier in Götzis und natürlich auch wir als Menschen, und darf mich an dieser Stelle herzlich im Namen vom gesamten Ländle-TV-Team bedanken für die jahrelange gute Zusammenarbeit und die großartige Unterstützung. Herzlichen Dank, Werner. Diesen Dank möchte ich gerne zurückgeben an dich und dein Team. Danke. Liebe Zuseher, ich hoffe, es war für Sie ähnlich emotional wie für mich und für uns heute, diese Aufzeichnung, einen langjährigen, erfolgreichen Bürgermeister bei uns begrüßen zu dürfen. Ein wahres Feuerwerk an Virtuosität, Spielenergie und Freude an der Darbietung. Verpackt in kurzweilige Showelemente und lustige Gags. Das ist das Mundharmonika-Quartett Austria. Demnächst auch in Ihrer Nähe. Wir freuen uns auf Sie. Am 23. Oktober 2014 findet das zweite internationale Bodensee-Textil-Kooperationsforum statt. Im Bregenzer Festspielhaus dreht sich alles um das Thema textiler Leichtbau, multifunktional und intelligent. Die DACH TextNet lädt unter dem Motto Visionen, Wirklichkeit und Forschung zu einem spannenden Tag mit begleitender Fachausstellung. Das zweite internationale Bodensee-Textil-Kooperationsforum am 23. Oktober 2014 im Bregenzer Festspielhaus. Infos unter www.smart-textiles.com. Es heißt wieder Lehre am Ball. Am 22. November 2014 veranstaltet die Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Vorarlberg den größten Ball im Land, den Lehrlingsball. Im stilvollen Ambiente des Festspielhauses in Bregenz geht die Ballnacht des Jahres mit zahlreichen Highlights von und mit den Lehrlingen der Vorarlberger Industrie über die Bühne. Es gibt noch Eintrittskarten für den Ball, die in allen Filialen der Hypobank bezogen werden können. Daher möglichst schnell hingehen und Karten sichern. Der Herbst hat schon lange Einzug gehalten bei uns im Ländle. Und mit dem Herbst wird es am Abend auch wieder früher dunkel. Und da sollte man gut aufpassen und sich sichtbar machen. Sicheres Vorarlberg gibt einige Tipps zum Thema Sehen und Gesehen werden. Sehen und gesehen werden, ein Thema, das gerade im Straßenverkehr höchste Priorität hat. Im Grunde kennt es jeder, es ist schon recht dunkel, vielleicht noch etwas neblig, und plötzlich taucht ein Fußgänger oder Radfahrer auf. Wenn diese dunkel gekleidet sind, hat man fast keine Möglichkeit, sie rechtzeitig zu sehen. Aus diesem Grund gibt es eine Initiative von Sicheres Vorarlberg, bei der die Gemeinden die Möglichkeit haben, Reflexstreifen zu erwerben, und diese Möglichkeit wird gerne genützt. Ja, die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger ist natürlich ein zentrales Thema, und dieses Sehen und Gesehen werden jetzt gerade wieder, wenn die dunklere Jahreszeit kommt, ist eine ganz wichtige Sache, und das unterstützen wir sehr gerne. Und diese Reflektoren, die finden da regen Absatz und werden auch eingesetzt. Das ist ein großer Beitrag auch zur Verkehrssicherheit, ein aktiver Beitrag zur Verkehrssicherheit, dass man sich selber auch sichtbar macht. Ganz wichtig natürlich auch bei Kindern und Jugendlichen. Da gibt es manchmal noch einiges zu tun, auch an Bewusstseinsbildung, dass Eltern auch darauf schauen, dass wenn Kinder im Dunkeln auf dem Schulweg sind, dass sie auch gut sichtbar sind. Sicheres Vorarlberg ist hier für uns ein ganz wichtiger Partner. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren gut zusammen, und diese Initiativen entstehen aus dieser hervorragenden Zusammenarbeit, und da schauen wir auch gerne
in die Zukunft, was wir in diesem wichtigen Sicherheitsthema noch gemeinsam erreichen können. Auch von Seiten der Exekutive begrüßt man das sichtbarer Machen. Die Reflexstreifen sind ein wesentlicher Punkt, um die Gefahr für Fußgänger und Radler zu vermindern. Jedem ist da schon aufgefallen, wenn er mit dem Fahrzeug unterwegs ist, sprich jetzt in der Herbstzeit, wenn die Tage kürzer werden. Am frühen Morgen ist es noch stockdunkel, wenn Personen schwarz gekleidet unterwegs sind. Hinzu kommt noch schlechte Witterung, Regen, Nebel. Das sind die Personen ohne Leuchtstreifen, wenn sie noch zusätzlich schwarz gekleidet sind, kaum wahrnehmbar. Darum ist es ausgesprochen wichtig, dass mit minimalstem Aufwand, sprich mit dem Erwerb eines Arm- oder Fußleuchtbandes, kann eine enorme Wirkung erzielt werden und damit ein wesentlicher Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr. Die Reflektoren sollten im Idealfall an beiden Beinen befestigt werden, dann wird man wirklich um einiges besser gesehen. Infos zu den Reflexstreifen gibt's unter www.sicheresvorarlberg.at. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Ländle-TV Fußballshow, präsentiert vom Vorarlberger Fußballverband. In dieser Woche mit zwei Partien und einem Beitrag bezüglich Tormanntraining. Starten werden wir in der Vorarlberg-Liga. Dort hatte der VfB Hohenems sein Recht. Im Herrenriedstadion ging es gegen Meiningen. Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral. Die beiden Aufsteiger trafen in der Vorarlberg-Liga aufeinander. Der VfB Hohenems empfing im Herrenriedstadion den SK Meiningen. Die wie gewohnt blau-gelb spielenden Hohenemser hatten dann in der 5. Minute die erste Möglichkeit. Zuerst Adrian Klammer mit dem Superpass, aber die Abwehr hatte aufgepasst. Die Situation aber noch nicht bereinigt. Adrian Klammer holte sich nochmals den Ball und versuchte es dann mit dem Schuss, der aber keine Gefahr für Meiningen. Die Gäste kamen kurz darauf zur ersten Chance. Der Ball gut, aber der junge Hohenemser Goalie hatte gut mitgespielt. Es geht in die 14. Minute. Hohenems mit dem Eckball und Ferreira kommt zum Schuss. Der dann aber knapp drüber und es folgte die nächste Ecke. Dieses Mal von der anderen Seite und der Kapitän kommt zum Kopfball. Der aber dann kein Problem für den Meininger Schlussmann. Es blieb ein umkämpftes Spiel, Meiningen nun beim Freistoß. Der Ball wohl eher als Auflage gedacht, aber irgendwie findet er den Weg ins Tor und somit steht es 0:1 für die Gäste aus Meiningen. Kurz darauf ebenfalls ein Freistoß, dieses Mal für Hohenems. Wieder kommt Adrian Klammer mit dem Kopf dran, der Ball aber knapp drüber. Die Emser blieben dran und versuchten auszugleichen, meist waren aber die Chancen eher ungefährlich. Dann ging es aber in die 36. Minute. Eine schöne Aktion und Johannes Klammer mit Tempo. Er wird zu Fall gebracht und es gibt Elfmeter für die Heimmannschaft. Der Gefaulte trat dann selbst an den Punkt und verwandelte zum Ausgleich für den VfB. Kurz vor der Pause hatten die Meininger noch eine Möglichkeit, es ging dann aber mit dem 1:1 Unentschieden in die Kabinen. In der zweiten Hälfte hatten die Gäste die ersten guten Möglichkeiten, zuerst mit einem Superpass zur Mitte, 10 Minuten später dann mit einem schönen Weitschuss, beide Male gab es aber kein Tor. Wieder per Kopf versuchten es die Emser wenig später, eine schöne Flanke, aber der Kopfball von Kimpian ungefährlich. Dann aber Freistoß für Meiningen, also wieder Gefahr. Der Ball kommt wieder gut, dieses Mal kann aber Ems-Goalie Fusenegger sicher fangen. Auch der Keeper der Gäste bewies sich dann, schöne Aktion bei den Hohenemsern, aber auch hier kein Vorbeikommen am Schlussmann. Die wahrscheinlich größte Chance für die Heimmannschaft hatte dann Fabian Adler, der Schuss aber knapp am Kasten vorbei und es schien beim Unentschieden zu bleiben.
Kurz vor dem Abpfiff dann aber noch ein Freistoß für Meiningen. Der Kapitän bringt den Ball zur Mitte und Golemats verlängert per Kopf. In letzter Sekunde also der Siegtreffer für die Gäste aus Meiningen. Das 1:2, ein unglücklicher Abschluss für den VfB Hohenems. Ja, ist ganz bitter. Ich glaube, das Spiel hat nicht wirklich heute einen Sieger verdient. Aber umso bitterer ist es, dass wir mit der letzten Aktion das 2-1 kriegen. Ja, im Moment ist es schwierig. Wir spielen eigentlich kein Match hintereinander mit der gleichen Aufstellung. Hinzu kommt, dass wir einfach so immer zu viele einfache Tore kriegen. Heute wieder leider durch zwei Standards. Ich glaube, wir haben sonst gut verteidigt, haben nicht viele Chancen gehabt. Aber wir kriegen einfach wieder zwei leichte Tore. Und das, im Moment sind wir nicht imstande, um das aufzuholen. Ja, das Spiel war sicherlich nicht hochklassig und schlussendlich natürlich sehr unglücklich mit dem Freistoßtreffer der letzten Minute. Ja, bei uns hat sich einfach bemerkbar gemacht, dass doch wieder sehr viele Spieler gefehlt haben, vor allem im Spiel nach vorne. Ich denke, hinter sind wir relativ gut gestanden, sie haben nicht viel Chancen gehabt, aber schlussendlich glücklich gewonnen. Ja, wir müssen jetzt einfach schauen, dass man wieder in Spur kommt, dass da eine oder andere Verletzte hoffentlich wieder zurückkommt und schauen, dass wir ein bisschen Herbst in ein paar Punkte sammeln. Hohenems verliert also gegen Meiningen 1:2. Wir bleiben in der Fallbergliga, wechseln aber ins Fallberger Oberland. Dort stand ein Derby auf dem Programm. Rot-Weiß Rankweil traf auf der Gastra auf Blau-Weiß Wildkirch. Derbyzeit in der Fallbergliga. Auf der Gastra in Rankweil kam es zum Spiel Rot-Weiß-Rankweil gegen Blau-Weiß-Feldkirch. Und die Heimmannschaft hatte in der vierten Minute die erste Möglichkeit. Pose mit gutem Einsatz und Pereira mit dem Hammer, aber Solaya im Tor der Gäste hält sicher. Dann die Feldkircher am Zug. Guter Angriff und auch hier der Schussversuch, aber auch hier landet der Ball beim Goalie. Zwei Minuten darauf ein Freistoß für Rankweil aus dem Mittelfeld. Der Ball geht in den 16er und der Rankweiler Spieler setzt sich durch, der Kopfball aber knapp drüber. Die Feldkircher dann in der 13. Minute im Angriff. Der Pass perfekt in den Lauf von Meier. Der macht alles richtig, aber Preuß macht es besser. Schöne Parade vom Rankler Schlussmann. Drei Minuten darauf dann die nächste Gelegenheit für die Heimmannschaft. Manuel Pose auf rechts, der Pass vors Tor findet aber keinen Abnehmer. Die Situation aber weiterhin gefährlich. Schwendiger mit dem Haken und der Ball kommt wieder zur Mitte. Dieses Mal steht Pose genau richtig und knallt das Leder unter die Latte. Das 1:0 für Rankweil. Aber die Feldkircher hatten wenig später eine gute Möglichkeit zum Ausgleich, die Chance aber etwas verstolpert und der Abschluss dann eher ungefährlich. Wir sind in der 37. Minute. Feldkirch wieder am Zug, es folgt die Flanke und Schneider möchte eigentlich ins Ausklären. Der Ball geht aber Richtung eigenes Tor und Preuß hatte keine Chance. Der Ausgleich, Pech für Rankweil. Feldkirch hatte kurz vor der Pause dann noch die Chance auf die Führung, der Ball aber vorbei und es ging mit dem 1:1 Richtung zweite Hälfte. Die Fans von Rot-Weiß waren hier sehr zuversichtlich eingestellt. Sie müssen halt aufpassen, dass sie einfach nach vorne kommen und dann müssen einfach irgendwie die Chancen sitzen, also dann einfach die Chancen müssen dann passen. Und Rankweil hatte dann nach 10 Minuten Spielzeit zwei Riesenchancen auf die Führung. Zuerst scheitert Pereira an Solaya und auch der Nachschuss landet in den Händen vom Feldkircher Keeper. Dann diese Szene. Blau-Weiß mit dem Ball in den Strafraum. Schneider klärt kurz, aber Daros reagiert schnell. Der Schuss perfekt und somit das 1:2 für Blau-Weiß-Feldkirch. Pereira hatte dann den Ausgleich nach einem Freistoß auf dem Fuß. Er kommt aber nicht richtig dran und es wurde nichts mit dem Treffer. Selbes dann wenig später, wieder Freistoß, wieder Pereira, aber wieder klappte es nicht mit dem Tor. Nächste Standardsituation dann in der 82. Spielminute. Guter Freistoß, kurz gehalten von Solaya, aber Emanuel Reiner dieses Mal mit Pech. Das nächste Eigentor und somit der Ausgleich für Rot-Weiß Rankweil.
Blau-Weiß hatte drei Minuten darauf aber die Führung wieder auf dem Fuß, aber es wollte nicht klappen. Selbe ist dann auch noch bei Rankweil, wieder ist es Pereira mit der Großchance, aber es blieb am Schluss beim 2:2 im Spiel Rot-Weiß-Rankweil gegen Blau-Weiß-Feldkirch. Rankweil gegen Blau-Weiß hat immer schon seine Historie. Es ist ein schwieriges Spiel gewesen, auf jeden Fall. Der Platz war nicht gerade im besten Zustand. Aber ja, es ist immer eine Kampfpartie. Es ist halt schade, dass wir wieder das 2-1 kriegen. Und ja, dann muss man sagen, könnte man es noch gewinnen. Macht leider die Chance nicht, aber wie gesagt, wir sind im Punkt auch wieder. Wir haben uns eigentlich erhofft, dass wir einen besseren Start verwischen, dass wir nicht gleich hinten rutschen. Weil dann ist es immer einfacher, jeder, der Fußball spielt, weiß das. Jetzt ist man halt hinter dran, aber ich sage, die Tabellensituation ist nicht so, wie sie jetzt momentan ausschaut. Es ist doch alles ziemlich eng. Wenn man jetzt 2-3 Siege vielleicht noch holt oder noch Punkte sammelt bis zum Winter, kann das schon anders ausschauen wieder. Es war, glaube ich, wirklich eine recht kuriose Partie. Rankweil doch zum Teil mit mehr Chancen. Warum hat es nicht ganz geklappt? Ja, weil wir einfach hinter drin sind. Dann hast du das Glück auch nicht. Wir müssen das hart arbeiten, hart erzwingen. Und im Endeffekt, ja, für uns ist ein Punkt, wir nehmen das gerne mit, aber wir müssen jetzt auch mal eine Serie starten mit 2-3 Siegen, dass wir hinter raus kann. Willkommen zurück bei der Ländle-TV-Fußballshow, präsentiert vom Vahlberger Fußballverband. Bereits zum 10. Mal fand der internationale Tormann-Trainertag statt. In der Mehrerau in Bregenz wurde kräftig geübt und auch Übungen wurden vorgezeigt. Ländle-TV war hier mit dabei. Volles Haus in der großen Aula am Kloster Mehrerau. Grund dafür war eine Veranstaltung des Vahlberger Fußballverbandes. Gelungener Tag, also wir machen das schon das 5. Jahr jetzt in Zusammenarbeit mit der Firma MGT aus Deutschland, die sehr gute Kontakte zu den internationalen Torleuten, den Referenten hat. Wir sind hier top besetzt jedes Jahr, also wirklich eine tolle Veranstaltung. Heute Zuschauerrekord, also wir haben 90 Leute, 90 Teilnehmer hier. Das macht Spaß, also wenn dann das so angenommen wird, natürlich auch noch die Qualität der Referenten. Der Inhalt ist irrsinnig hoch. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir das hier durchführen dürfen und das so gut ankommt. Auf dem Programm standen sowohl ein theoretischer als auch ein praktischer Teil. Verantwortlich für den Inhalt war David Thiel. Er ist verantwortlich für die Ausbildung der gesamten Torhüter beim deutschen Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass sich die Torwartposition so entwickelt, dass ein Agieren und Verteidigen im Raum immer wichtiger wird und auch Spieleröffnungs- und Fortsetzungsaktionen qualitativ einen immer höheren Stellenwert einnehmen. Im Profibereich sind die Techniken dann ausgereift, was dann teilweise in den unteren Bereichen, sage ich jetzt mal, bei einem 12-13-Jährigen noch nicht der Fall ist. Die sind gerade erst dabei, die Techniken zu lernen. Und vor allen Dingen läuft nachher auf Profiniveau alles im höchsten Tempo und in höchster Geschwindigkeit ab. Neben der Theorie war natürlich auch der praktische Teil ein ganz wichtiger Punkt des Tages. Verschiedene Übungen wurden dabei ebenso vorgeführt wie Tipps zum richtigen Umgang mit jungen Spielern. Das Programm kam auch bei den zahlreichen, teils durchaus prominenten Gästen an. Ich glaube, da gibt es von mir so einen Leitspruch, wer glaubt gut zu sein, hört auf besser zu werden. Und das sollten Sie viele auch zu Herzen nehmen, weil man nie auslernen kann. Und wenn man jetzt so 10 Torwarttrainer hernimmt, auch wenn jemand vielleicht nicht in der Bundesliga oder im Nationalteam gespielt hat, auch die von weiter unten können gute Sachen haben, die man annehmen kann. Und da haben wir ja einen super Vortragenden mit David Thiel, der bei Bayer Leverkusen in Bernd Leno trainiert. Der hat wirklich super Ansätze und da bin ich relativ deckungsgleich, sagen wir mal. Wir haben da eine ähnliche Philosophie.
und das ist gut so. Ich glaube, das Wichtigste ist immer noch die Torverteidigung. Das Wichtigste ist, dass der Torwart kein Tor bekommt. Wenn diese Technik oder dieses spezielle Top geschult ist, ja, kein Tor zu bekommen in der Reaktion, im Bereich der Beweglichkeit und so weiter, dann sollte man vielleicht auf Spieleröffnung und des Weiteren schauen. Ja. Aber zuerst einmal schauen, dass der Tormann kein Tor kriegt. Selbstverständlich. Es ist so wie im Spielerbereich, wo du dich immer weiterentwickeln kannst, ist es genauso im Trainerbereich. Man sollte nie mit sich zufrieden gehen, mit dem, was man geleistet hat oder was man kennt. Ja. Man sollte immer offen sein für neue Ideen, neue Innovationen. Und nur so wird es doch ein besserer Trainer im Endeffekt werden. Ja. Und speziell auch heute, wenn man dann auch Trainer aus dem Ausland hat, ja, die was vom Ausland was bringen, Ideen, Umsetzungen, Praktiken, Trainingsvarianten. Da muss man immer offen sein in der Sache und das ist auch der Grund, warum ich daherkommen bin, weil Weiterbildung immer extrem wichtig ist. Ja, ich denke, grundsätzlich geht es darum, dass für interessierte Torwarttrainer, egal welches Niveau sie denn haben, egal ob Jugendbereich oder Seniorenbereich oder Profibereich, dass man in einen Austausch reinkommt, grundsätzlich zu den Themen, die halt angeboten werden, aber auch darüber hinaus. Das heißt, es treffen sich halt viele Torwarttrainer, die so tagtäglich nicht sehen können, die auch so sich vielleicht noch nicht kennen. Also man kann Kontakt knüpfen, man kann mit erfahrenen Torwarttrainern oder ehemaligen Profitorhütern sprechen, diskutieren und man kann natürlich halt auch Anregungen mitnehmen, die über das Thema, was der David Thiel dann von Bayer Leverkusen präsentiert, letztendlich deutlich werden und diskutiert werden können. Der 10. internationale Tormann-Trainertag war also ein großer Erfolg. Über 90 Teilnehmer, ein hervorragender Gastreferent und optimale Bedingungen sorgten dafür, dass sich die Torleute im ganzen Land in naher Zukunft auf neue und spannende Übungen in Sachen Trainingsarbeit freuen dürfen. Wir wechseln nun vom Fußball zum Eishockey. Auch in der International League wurde am vergangenen Wochenende kräftig gespielt. Die VfL Feldkirch traf dabei in der Fallberghalle auf Zell am See. Spieltag Nummer 5 in der International League. In der Fallberghalle herrscht eine gute Stimmung, denn die Lorenzlift VJ Feldkirch traf vor eigenem Publikum auf die Eisbären aus Zell am See. Die Gastgeber zunächst auch mit der ersten Möglichkeit. Stanley bediente Draschkowitz, der scheiterte am Zeller Keeper und im Nachschuss brachte auch Stanley die Scheibe nicht ins Tor. Die Gäste aus Salzburg wurden nun immer stärker. Frank tankte sich durch, Bock war aber auf seinem Posten. Der Schlussmann der VÖU durfte sich auch in weiterer Folge nicht über mangelnde Arbeit beklagen. Zunächst Bock mit dem Save gegen Fazokas und nur wenig später die Parade gegen Wilfan. 0:0 der Zwischenstand nach 20 Minuten rein in den zweiten Abschnitt und da ging es vorerst in der gleichen Tonart weiter. Die VÖU in der Defensive nicht geordnet, Waller allein auf weiter Flur, erneut hielt Bock seinen Kasten aber rein. Die Eisbären aus Zell am See ließen aber einfach nicht locker. Immer wieder wurden die Lücken in der Abwehr gefunden und immer wieder erfolgte auch der Abschluss. Alleine Bernhard Bock erwischte einen glänzenden Abend und durfte sich den nächsten Save notieren lassen. Nach 25 Minuten ließ sich dann aber auch die VÖU wieder mal im gegnerischen Drittel blicken. Fekete mit dem genialen Pass in die Zone, Meier schloss ab und Feldkirch lag mit 1:0 in Front. Der Bann war gebrochen. Die Gastgeber nun mit mehr Vorwärtsdrang und mit Novak, der mit diesem Gusto-Stückerl ein Tor, war ihm aber nicht vergönnt und so blieb es vorerst beim 1:0. Die Fans hatten ihren Spaß und auch die VU kam nun immer besser in Fahrt. Grembois traf hier nur den Pfosten, Christoph Draschkowitz staubte aber ab und plötzlich war die Scheibe erneut im Tor. Nächster Treffer für die VU, neuer Spielstand 2:0, die Halle stand Kopf. Danach erfingen sich die Gäste wieder, auch die Eisbären kamen nun wieder zu Möglichkeiten. Eine davon sehen wir hier, Stichauner alleine gegen Bock und wieder hatte der VU-Keeper das bessere Ende für sich. Wir sind schon im letzten Drittel, da ließ Stanley seinen Gegenspieler einfach stehen, umkurfte auch noch den Gästekeeper und stellte auf 3:0 für die VU Feldkirch. So einfach ist alles okay, dachten sich nicht nur die Fans, sondern auch Christoph Draschkowitz, der in dieser Szene erneut an der richtigen Stelle stand und das Hartgummiteil erneut über die Linie drückte. Feldkirch lag nach 52 Minuten mit 4:0 in Front. Die Partie also so gut wie entschieden, aber zumindest den Ehrentreffer, den wollten die Gäste unbedingt. Einer hatte da aber etwas dagegen, Bernhard Bock. Er hielt auch diesen Schuss von Fazokas und so stand hinten weiter die Null.
die Frustgrenze der Eisbären langsam aber sicher am unteren Limit und so entluden sich dann plötzlich die Emotionen. Fletschek und Harand gerieten aneinander, die Streithähne beruhigten sich dann aber schnell wieder. Und als dann wieder gespielt wurde, markierte Novak den Schlusspunkt. Die Lorenzlift VU Feldkirch feierte somit einen klaren 15:0 Heimsieg über Zell am See. Ja, es war wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir haben schon ein paar Verlustpunkte gehabt, Zell am See noch nicht. Es ist eine sehr kurze Saison heuer mit nicht so vielen Spielen und wir wollten vorne dabei sein. Wir wollen auch ganz vorne sein und deshalb war es ein sehr wichtiger Sieg für uns heute. Weiter geht's bei uns in der Rheinhalle in Lustenau. Auch dort wurde kräftig gespielt. Der EHC AG Elastic Lustenau traf dabei auf Kitzbühel. National League Heimspiel für den EHC AG Elastic Lustenau. Die Hausherren in den grünen Shirts im ersten Drittel von rechts nach links gegen die Gäste aus Kitzbühel mit einem echten Traumstart. Saarinen bereits nach einer Minute mit dem erfolgreichen Abschluss und Lustenau führte 1:0. Die Gastgeber ließen nicht locker und kamen zu weiteren Chancen. Hechenberger ließ zumindest vorerst aber keinen weiteren Treffer mehr zu. Dann auch die Gäste aus Tirol erstmals gefährlich vor dem Tor des EHC. Ulrich brachte die Scheibe aber nicht ins Tor. Nach knapp 14 Minuten saß Hummer auf der Strafbank, Lustenau also mit einem Mann mehr am Eis und die Gastgeber nutzten ihre Chance eiskalt. Slivnik probierte es von der blauen Linie und war erfolgreich. Neuer Spielstand 2:0, rein in den zweiten Abschnitt. Auch da der EHC Lustenau zunächst klar spielbestimmend, Gmeiner zentral vor dem Tor mit der guten Schussmöglichkeit, Hechenberger hielt aber sicher. Die Hausherren machten weiter Druck und kamen zu mehreren Chancen. Barney tankte sich in dieser Szene durch, auch hier musste sich aber Hechenberger geschlagen geben. Dann aber die 27. Spielminute. Auer mit dem schnellen Antritt, der geschickten Drehung und dem erfolgreichen Abschluss. Der EHC AG Elastic Lustenau führte 3:0, die Partie schien entschieden. Noch gaben sich die Kitzbühler aber nicht geschlagen, auch die Tiroler versuchten ihr Heil nun immer mehr in der Offensive. Lenes scheiterte hier aber ebenso an EHC-Keeper Virtanen, wie wenig später Ulrich. Die Gastgeber waren in Sachen Chancenauswertung wesentlich effizienter. Barney mit dem perfekten Assist, Lepaus bedankte sich und scorte für das 4:0. Der EHC Lustenau wenig später wieder mit einem Mann mehr am Eis. Die beste Möglichkeit hatten aber die Gäste, Lenes schneller als Zoric, Virtanen parierte aber glänzend. Nur wenige Sekunden später erneut die Hausherren im Scheibenbesitz. Slivnik schlussendlich mit dem unnötigen Scheibenverlust, Hummer bedankte sich und verkürzte in Unterzahl auf 4:1. Wir sind nun schon im dritten und letzten Drittel, die Kitzbühler nun mit ihrer besten Phase und sogar mit der Möglichkeit auf das 4:2. Magowatz brachte die Scheibe aber nicht unter Kontrolle, es blieb beim 4:1. Allerdings nur bis zur 51. Spielminute, da klingelte es erneut, Lepaus versenkte den Puck nach Assist von Barney locker im Tor und entschied die Partie somit. Der EHC Lustenau in weiterer Folge praktisch im Schongang, aber dennoch gefährlich. Barney mit dem Solo durch die gesamte Gästeabwehr und mit dem erfolgreichen Abschluss. Neuer Spielstand 6:1. Noch war aber nicht Feierabend in der Rheinhalle. Die Hausherren wollten mehr und sie kriegten mehr. Auer mit dem Auge für den freien Mann, Schrafen mit dem erfolgreichen Abschluss und schon stand es 7:1. Kurz vor Schluss dann aber noch die Gäste mit einem weiteren Treffer. Ulrich versenkte die Scheibe trocken und scorte so zum Endstand von 7:2. Ja, einfach war es nicht. Ich habe mir das Ganze ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan. Ich habe mir es ein bisschen zu locker genommen, das Ganze.
Bei 4-1 sind wir dann mehr oder weniger wieder munter geworden und dann ja, 7-2 haben wir es eigentlich trocken runtergespielt. Ziemlich eindeutig und freut uns natürlich das Ergebnis und so war es auch. Wir sind jetzt schon 5 Jahre in Lustenau, so lange natürlich auch Partner vom ERC. Ist ein super Mannschaftssport und der ERC ist ein Traditionsverein in Lustenau. Jeder, der in Lustenau aufwächst, wächst mit Eishockey auf und darum sind wir auch da dabei. Das war's vom Sport und somit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Sie sehen im Anschluss noch Ländle TV, der Tag. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss.